Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, nachdem wir in der letzten Folge den Straßenbahnbetrieb auf der Linie 27 in den Vollbetrieb geschickt haben, wird es jetzt Zeit für ein wenig Feinjustierung. Und zwar speziell an diversen Kreuzungen müssen wir noch einmal kurz drüber blicken, denn man sieht es, die Wohnhäuser sind zurück. Ja, tatsächlich, wir haben volle Auslastung. Das liegt ganz einfach daran, dass ich eine funktionierende Mod gefunden habe, die uns die Nachfrage ja auf 100% quasi gesetzt hat und dementsprechend wird sofort, wenn ein Gebiet ausgezont wird, wird sofort dort ein Gebäude gebaut und das bringt natürlich einen ordentlichen Boost in der Bevölkerung, aber gleichzeitig auch im Stadtbild eine Verschönerung und jetzt mittlerweile kann sich das echt sehen lassen und es funktioniert einwandfrei. Gut, dann möchte ich gleich anfangen und zwar, wir haben ja hier bereits eine Kreuzung, die sozusagen ja mal unsere Aufmerksamkeit benötigt. Aus irgendeinem Grund stehen die hier schon ziemlich lange. Man sieht, das sehe ich ganz einfach, also nicht man sieht, sondern ich sehe das ganz einfach daran, dass es vorher hier in diesem neuen Gebiet zweimal gebrannt hat. Da sind ziemlich viele Feuerwehrfahrzeuge hingefahren, aber die bewegen sich keinen Zentimeter. Jetzt werde ich hier mal Folgendes tun. Und zwar zuallererst einmal kurz Pause machen, denn mit Fahrspurverbindern bzw. mit den Abbiegespuren kann man das eine oder andere verschlimmbessern, nennen wir es mal so. Und dementsprechend werde ich da auf jeden Fall einmal Pause drücken, bevor da irgendwas passiert, was wir später dann bereuen. Da wäre ich fast sogar schon so weit, dass ich sage, aufgrund der Größe der Kreuzung machen wir hier eine asymmetrische Straße hin. Das gönnen wir uns gleich einmal. Und zwar 2 mit 1 asymmetrisch. Muss nicht mal Parkplatz anbieten. Hier hätten wir sowas. Da hätten wir sogar 2 mit 1. Wie würde das denn aussehen? Und die würden weiterhin sogar hier parken können. Na, das gönnen wir ihnen doch. Machen wir das so. Dann holen wir uns den Node Controller, beziehungsweise zuerst schalten wir da mal auf Fahren erlaubt, Schutzweg weg und dann würde ich Ihnen hier noch sagen, ja das ist mir sowieso egal und dann noch mal ganz kurz, ja genau. Mit dem Node-Controller hier noch ein bisschen auseinanderziehen. Beim blauen Node mal kurz was probieren mit der Verschiebung. Das lassen wir mal so strecken. Na, lassen wir es lieber auf 100%. Genau, das passt schon so. Dann können wir hier jetzt noch ganz schnell zwecks Optik sagen, wir wollen das hier so gerne mit doppelt durchgezogen. Ziemlich klein. Ziemlich dünn. Ja, und so lassen wir das. Sieht gut aus. Gefällt mir. Jetzt können wir hier noch mit den Pfeilen das so einstellen, dann haben wir eine eigene Linksabbiegespur, gerade und rechts, das ist in Ordnung. Jetzt holen wir uns noch mal kurz den Node Controller, machen das so, ziehen das ein wenig auseinander, so dass immer noch gut aussieht. Ja, ich denke, so kann sich das sehen lassen. Dann holen wir uns das hier. Dann schauen wir mal, was wir hier einstellen können. Ich werde jetzt mal ganz kurz versuchen, Ampel entfernen, genau, dann entfernen wir die Ampel und jetzt machen wir es so.
Und dann passt das auch. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, wie wir das am besten noch justieren können. Genau. Und hier das Gleiche. Dann sagen wir hier gerade rechts. Das machen wir 5 mit 9. Wenn das ist erlaubt, genau. Wenn das erledigt ist, dann dürfen die hier abbiegen. Links abbiegen, das lassen wir 3 mit 5. Und wenn das erledigt ist, dann dürfen die hier, hoppla, sagen wir Auto, gerade rechts, machen wir 3 mit 8. Und zum Schluss, Moment einmal, genau, und zum Schluss noch die Linksabbieger, die ebenfalls 3 mit 5. Und dann lassen wir das und schicken das einmal ins Rennen und schauen, was sich dann hier tut. Okay. Fahren ist erlaubt, Schutzwege bleiben auch. Der hat irgendein Problem, das werden wir ihm jetzt gleich einmal hier ein bisschen nachhelfen, vielleicht dem auch noch. Mal schauen, was passiert. Ja, die glitschen sich jetzt hier zusammen. Und hier hätten wir auch noch etwas, das wir überarbeiten sollten. Das machen wir auch gleich. Das ziehen wir einfach ein Stückchen auseinander, genau. Dann holen wir uns kurz mit Pause, sagen wir, zack, nein, hopp, und so. Zack, zack, das ist egal. Hier sagen wir ihnen noch, fahren erlaubt, aber keine Schutzwege, dann verschwinden die automatisch. Und dann passt das und dann sollte das eigentlich auch den Verkehrsfluss etwas verbessern. So, jetzt müssten die dann fahren dürfen. Genau, das bewegt sich dann auch schon das Ganze. Die müssen sich erst, sagen wir mal, einnorden dazu. Die müssen sich tatsächlich erst vorbereiten, dass sie da früher oder später... Ah, schauen wir mal, da haben wir noch was. Das machen wir so. Das machen wir so. Da haben sie immer die Möglichkeit. Und da ist auch kein Not dazwischen. Wobei, Moment einmal, wir könnten jetzt rein technisch gesehen den Not hier entfernen. Dann ziehen wir das hier ein wenig auseinander. Dann erlauben wir ihnen das Fahren, aber wir nehmen ihnen die Schutzwege weg. Und auch hier stellen wir das so um und das passt. Dann müsste hier jetzt auch noch ein bisschen besser funktionieren. Schauen wir mal, wenn wir so hier noch ein bisschen nachjustieren. Dann haben wir hier eigentlich auch ziemlich... Ja, das ist schon ziemlich breit hier. Wie wäre es, wenn wir das zurückstellen? Das ist... Es muss gar nicht so eine breite Straße sein, wobei das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Wichtig ist, dass sich das hier langsam einmal auflöst hier. Und irgendwie tut es das immer noch nicht so ganz. Da müssen wir noch ein Auge drauf haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dieses Auto steckt schon die ganze Zeit da drin fest. So. Warten wir mal, was da jetzt abgeht. Und dann würde ich sogar sagen, wir nehmen das hier weg. Und holen uns mit der Movid-Mod ganz kurz die beiden Gebäude, ziehen die ein wenig nach hinten.
holen uns die beiden Gebäude und ziehen die ein wenig nach hinten. Und dann machen wir das so. Und dann sollte sich das bauen. Und tatsächlich, jetzt klappt es auch langsam mit der Kreuzung hier in dem Bereich. Dafür haben wir jetzt den Rückstau in diese Richtung. Ja, es ist schon eine breite Hauptstraße. Das muss man dieser Straße natürlich schon zugestehen. Weil das ist eine Direktverbindung zum Autobahnanschluss, wo da auch gerade ziemlich viel Verkehr ist. Ja, die wollen alle natürlich in ihre neuen Wohnungen. Die wollen alle da rein, ne? Dementsprechend beginnt hier natürlich auch ein bisschen Verkehr. Aber wir haben eigentlich relativ gut das Verkehrsmanagement hier in den Griff gehabt. Da wir jetzt da so eine Spannungsspitze haben, weil gerade alle einziehen, das zeigt natürlich auf, dass es nicht ganz optimal ist, was wir gemacht haben. Aber eigentlich, schau mal, löst sich das recht gut auf. Ich meine, es sammelt sich alles hier, ich meine, eine große Kreuzung, beziehungsweise hier verteilt sich alles, ich meine, Ampelanlage. Von der Seite kommen es auch, weil auch hier von da oben gibt es einen Autobahnanschluss. Warum sie nicht hier fahren, weiß ich nicht. Vielleicht hat sich das gerade bei ihnen so eingependelt, dass sie das jetzt da oben lieber bevorzugen. Aber wir haben hier auf jeden Fall einmal einen Hotspot. Ja. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz noch schauen, weil... Ja, schon wieder. So wollte ich das haben. Ja. So, und jetzt müsste es eigentlich... Ja, passt. Auch eigenartig, dass die so lange brauchen, bis sie dann losfahren. Aber es klappt auf jeden Fall und das ist ordentlich. Ja, so lassen wir das. Gut, hätten wir das auch erledigt. Dann möchte ich jetzt ganz gerne da drüben ein wenig weitermachen. Und zwar, ich habe gesagt, wir haben hier jetzt da aktuell ja noch keine Haltestelle, außer hier die Endhaltestelle. Und dann ist lange nicht so eine Expressstraßenbahn und dann ist da erst wieder eine Haltestelle. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne mal versuchen, hier dann zu sagen, wir wollen hier mal die Geschwindigkeit überprüfen. Ja, 50 geht hier mal gar nicht. Weil sobald ich hier jetzt das verbunden hätte, hätten sie das zu 100% als Schleichweg verwendet. Was ja auch ihr gutes Recht ist. Ich meine, jeder, der ein Fahrzeug hat, kennt seine Hotspots sozusagen, wo man ein bisschen den Verkehr entgegenwirken kann. Ja, das glaube ich, dass das jeder in seinem Umfeld, egal wo er wohnt, kennt den einen oder anderen Schleichweg. Aber... Das Problem ist, dass das Spiel ja so intelligent ist, muss man schon sagen, dass es natürlich erkennt, ah, hier kann ich 50 fahren und schickt dir dann quasi den ganzen Verkehr auf die Reise. Und das wollen wir natürlich nicht haben. So, dann muss ich noch ganz kurz da schauen, weil auch hier bitte 30. So, und hier haben wir die 20 für die Durchfahrt, 20 für den Parkplatz. Und hier die Einfahrt, ja, das ist auch alles 30, das passt. So, jetzt suche ich eine Straße, die man quasi genau hier andockt. Die Frage ist, ob man dann nicht eventuell sogar die hier, tatsächlich die hier nehmen. Und direkt anschließen. So. Schauen wir sich das einmal an. Die Bäumchen kommen weg. Die Raberbahngasse, die ist eigentlich in Wien im 10. Bezirk zu finden. Bei uns ist sie halt hier.
ich muss noch ein bisschen schauen. Ansbachgassenallee könnte man eigentlich sagen, wobei, lassen wir es als Ansbachgasse. Ja. Ich denke, das können wir so lassen. Wie heißt das Ding? Kampfstraße Boulevard. Am Hasensprung, ja, okay, das ist die Siedlung, ist am Hasensprung. Das ist auch interessant. Kampfstraße Boulevard. Ja, das klingt schon ein bisschen übertrieben. So, das wird ebenfalls der Hasensprung. Die Raber Bahngasse darf gerne bleiben, die Ansbachgasse darf auch gerne bleiben. Und wie heißt du? Dowski-Gasse, ne? Du bleibst die Dowski-Gasse, fertig. So, gut. Gefällt mir, kann man so lassen, werden wir auch so lassen. Da haben wir die ganze, ja, das hat er sich jetzt selber so gemacht, weil er, glaube ich, gleich will, dass wir hier eine Haltestelle hinbauen. Das kann er gerne haben. Dann machen wir gleich einmal so und dann machen wir gleich einmal so. Und dann machen wir gleich einmal so. Ich bin ehrlich so, dass ich sage, parken von mir aus gerne, aber doch dann bitte mit dieser asymmetrischen Straße. Die holen wir sich gleich wieder von da oben. Ah, der Verkehr hat sich aufgelöst. Hier kommt halt jetzt noch alles zusammen, weil das die erste und einzige direkte Einfahrt in dieses Gebiet ist. Was jetzt im Moment als problematisch wirkt, aber ich denke, wenn der ganze Verkehr angekommen ist, dann wird das auf jeden Fall besser werden. Ja, weil irgendwie müssen sie ja zu ihren Wohnhäusern kommen. Und die ganzen Umzugswegen und die ganzen Freunde und Familie, die alle hilft beim Übersiedeln und Einpacken. Und das sind dann die ganzen Autos von Oma, Opa, Tante, Onkel und was weiß ich was denn nicht alles. Und da der erste Lieferwagen und da ist ein bisschen ein Gedöns drin. Und du weißt, was ich meine. Also jeder, der schon mal umgezogen ist, der weiß ungefähr, warum das dann doch so ein kurzfristiges Verkehrsaufkommen ist. Ja. So. Jetzt habe ich meinen Teil der Stadt verloren. Nein, hier muss man her. Hier wollen wir hin. Das machen wir so. Asymmetrische Straße, einwandfrei. Wir werden auf jeden Fall hier jetzt gleich einmal auch hier mit dem Node Controller mitarbeiten. Dann auf jeden Fall gleich einmal sofort hier das bauen. Ja, von mir aus lassen wir ihnen den Schutzweg, das ist alles kein Problem. Was sie aber weiterhin dürfen, ist fahren, ist erlaubt. Den Nachrang oder das Vorranggebensschild haben wir ersetzt oder gesetzt. Das klappt auch. Und dann holen wir uns gleich einmal den ersten Fahrspurverbinder. Das sagen wir, du musst dich im Vorfeld schon entscheiden, damit es dann hier nicht zu irgendwelchen unerwarteten Ergebnissen kommt. Und jetzt bin ich so, dass ich sage, weißt du was, ich hole mir jetzt nochmal ganz kurz mit der MoveIt-Mod, nimm diesen Node und mit gedrückter Alt-Taste kann ich ihn ja schieben und schieb das Teil ein Stückchen nach vor. So. Und das mache ich deswegen, weil ich gerne was probieren will, und zwar, wie würde es aussehen, wenn wir in diesem Bereich das Parken verbieten. Ich denke, das sieht besser aus. Und auch trägt auch ein bisschen der Verkehrssicherheit bei oder hilft auch ein bisschen bei der Verkehrssicherheit. Gut, dann Adaptive Network Mod. Da holen wir gleich einmal und sagen, bitte auf Gras umsetzen. Diesen Schutzweg nehmen wir sofort einmal weg hier. Fahren erlaubt, fahren erlaubt, fahren erlaubt. Und Node Controller beim gelben, sagen wir, Schutzweg weg. Optimal. Dann haben wir hier gleich nochmal eine Haltestelle und dann können die Leute hier ein- und aussteigen. Hier holen wir uns jetzt noch das, sagen links, rechts, das passt. Links, rechts, rechts. Rechts, links. Also rechts, gerade, gerade. Links, gerade, gerade. Und links und rechts. Optimal. Hoppla. Der obligatorische Klick auf die Escape-Taste.
Ja, ich glaube, das kann sich so sehen lassen. Gut, dann fügen wir jetzt gleich einmal eine Haltestelle dazu, Straßenbahn. Und sagen hier ganz einfach Klick und dann kommen zwei Haltestellen dazu. Und das passt. Das Einzige, das ich hier auf jeden Fall noch gerne entfernen möchte, ist, wir haben hier Pedestrian. Ah, Remove Inner Fence. Genau. Dann verschwindet das. Ich zeige es nochmal ganz kurz her. Dann verschwindet dieses Absperrgitter hier, damit die Leute nicht so auf die Straßenbahngleise steigen. Das ist aber bei unseren Straßenbahnmodellen, die wir verwenden, wird sich das nicht ausgehen, weil genau in dem Bereich wären Einstiege und dann sieht das nicht so toll aus. Natürlich das hintere Gitter, das lassen wir selbstverständlich. So, das haben wir auch, das gefällt mir. Und damit das Ganze etwas besser aussieht, da gehen wir mal kurz auf einen neuen Tab, damit das Ganze etwas besser aussieht, gehen wir hier Train ein, holen uns das Teil hier und da setzen wir... Ah, das sieht nicht so gut aus, ha? Wenn wir ein bisschen ganz sachte drehen, ich versuche das ja. Optimal, dann kommst du hier hin, ich drehe dich und du kommst hier hin und dann sieht das eigentlich recht gut aus. Optimal. Bestens. So. Und einfach weil wir es können, jetzt lassen wir die Zeit wieder laufen. Weil theoretisch könnten hier jetzt noch sowas machen. Genau. Ja, da muss man ganz kurz Stopp drücken, dann gehen wir hier auf Bearbeiten. Ah, das können wir umschalten, weil Straßenbahn biegt hier nicht ab, die fährt immer gleich. Das können wir umschalten. Das lassen wir so. Da können wir ruhig machen 5 mit 12. Dann holen wir sich das hier. Da lassen wir es ganz kurz abbiegen. Das können wir tatsächlich so machen, dass wir sagen 3 mit 5. Genau. Bearbeiten. Genau, 3 mit 5. Und dann bearbeiten wir das hier und dann sind alle beide frei. Somit dürfen sie hier fahren. Und das sagen wir ebenfalls 3 mit 8. Und dann klappt das Ganze und dann sagen wir Anfang und dann lassen wir das laufen. Gut. Das gefällt mir ja richtig. Ist richtig brauchbar. Ich bin gerade am überlegen, ob wir da nicht noch ein wenig Grünzeug einsetzen sollten. Nein, ich sage mal, wir lassen das jetzt einmal so fürs Erste. Gut, ordentlich was weitergegangen. Das ist, ja, das haben wir irgendwann einmal gebastelt, weil ich glaube, da habe ich eben wegen dem Anschluss für die Bahn oder so und dann haben wir da halt eben diesen etwas interessanten Schlenker hier gemacht, aber mittlerweile gefällt er mir. Also mittlerweile muss ich ganz echt sagen, das lassen wir jetzt so. Also da brauchen wir gar nicht großartig viel herumtun. Das Einzige, was wir fix herumtun müssen, ist, wir nehmen uns ganz kurz das Teil hier und ja. Das geht gar nicht. Ich glaube, wenn ich das wegnehme, dann kommt das wieder. Wenn ich jetzt, Moment einmal, was ist, wenn ich sage, hey, ich habe ja mein Network Multitool und ich will kurz Pause drücken und ich sage jetzt ganz einfach, lieber Node, weg. Dann sieht das auch gut aus. Dann können wir uns, nein, dann können wir uns den Node hier nehmen.
ziehen den ein bisschen auseinander. Wollen uns den Node. Na, und dann sieht das gut aus. Ja, es sieht nicht so optimal gut aus, aber besser als, dass dieser Pfeiler genau da drüber steht oder in die Straße reinsteht, weil das gefällt mir nämlich überhaupt nicht. So, weiter geht's. Nächster Blick auf unsere Straße, auf unsere Kreuzung und es hat sich gebessert. Da oben kommen immer noch Fahrzeuge, da können wir jetzt auf jeden Fall einmal schauen. Und zwar, was könnten wir Ihnen hier anbieten bei dieser großen Kreuzung? Abgesehen davon, dass ja, wir könnten es tatsächlich asymmetrisch bauen oder wir bauen es mit so wie die Straßenbahngleise 3 mit 3 wäre eine Idee. Oder asymmetrisch 3 mit 2. Schauen wir sich einmal an, ob wir sowas haben. Asymmetrische Straße 3 mit 1. Drei mit zwei. Mit Bäumchen auf der Seite. Das kann auch was. Und da hätten wir halt. Ich glaube, das ist vielleicht sogar die praktikablere Art. Ja, schau mal, das machen wir so. Da haben wir die Art und Weise. Weil mir die auch relativ gut gefällt. Hey, warum machen wir es so? Tatsächlich machen wir es so. Ja. Das ist gut. Jetzt holen wir uns dann wieder den Node Controller und sagen hier direkte Verbindung. Dann sagen wir hier Kurve. Dann kriegen wir das Teil hier. Ja. So machen wir es. Optimal. Jetzt müssen wir halt natürlich hier wieder das so, so und so und das so, so und so machen. Dann haben wir halt das hier wieder. Genau. Das bleibt. Das bleibt. Ich hoffe, dass sich dabei da ja, das müssen wir jetzt noch mal kurz überarbeiten. Passt. Ist in Ordnung. Hat sich selber umgestellt. Gefällt mir. Und hier können wir das auch machen. Da holen wir uns auch das Teil. Ja. Und weil wir es können, machen wir das hier auch. So. Nochmal ganz kurz Node Controller. Das ziehen wir auch auseinander. Das passt. Das gefällt mir. Das darf auch gern so aussehen. Ja, das lassen wir so. Hier machen wir ebenfalls zack, zack und das. Und das stellen wir so ein.
Und das stellen wir so ein. Das machen wir so. Das machen wir so und das machen wir so. Und hier zwecks Verkehrsfluss eben so und so und so. Und da sind wir sowieso safe. Jetzt können wir hier noch sagen, fahren ist erlaubt, das haben wir eh, aber Schutzwege kommen weg. Hier ebenfalls, fahren ist erlaubt, Schutzwege kommen weg. Passt. Gut. Dann hier jetzt doch noch so. Und dann sollte sich das Ganze eigentlich langsam, aber sicher hier einpendeln. Links, rechts, gerade. Links, rechts, gerade. Ebenfalls links, rechts, gerade. Und hier ebenfalls links, rechts, gerade. Gut. Dann lassen wir die Zeit wieder laufen. Und schauen, wie sich das Ganze jetzt hier ein wenig verbessert. Ja, das klappt schon. Wenn sobald sich der Verkehr aufgelöst hat, wird das besser werden. Definitiv besser werden. Das können wir Ihnen noch erlauben. Ja. Ja, die wollen natürlich tatsächlich alle da runterfahren. Da wollen sie da einfädeln und... Ja. Wird besser. Definitiv. Also... Das sehe ich überhaupt kein Problem und das wird hoffentlich auch, ja, wird tatsächlich auch nicht als Schleichweg genutzt. Und die Straßenbahn steht hier auch in ihrer Haltestelle. Und das Ganze passt auch hier. Gut, dann möchte ich jetzt noch hier ein bisschen nachjustieren und zwar mit einem Weg. Ich hätte hier gerne noch so ein Weg. Jetzt habe ich mich verdrückt. Ich suche eigentlich das hier. Oder habe ich mich doch nicht verdrückt und das Spiel hat selbst gerade was getan? Ich habe keine Ahnung. So. Ja. Ah, optimal. Nehme ich hier auch und gerne hier. Dann schließen wir das so zusammen. Da haben wir hier eine direkte Verbindung. Und das gönnen wir Ihnen hier auch. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich sagen, wir holen uns das Teil hier und das haben wir eh auf Ende gestellt und sagen Streckung. Und machen hier so eine fette Sackgasse draus, bis das so zusammenrutscht. Ich meine, wenn der Mittelstrich da nicht drin wäre, dann wäre es ja gar nicht so schlecht. Griechengasse. Sagen wir bitte nur Griechengasse dazu und nehmen das Allee weg. So. Vielen Dank. Was ist denn da jetzt wieder passiert? Hä? Der steht ja gegen die Einbahn. Hallo? Eigenartig. Ganz eigenartig. Da steht auch eine Straßenbahn, so mittendrin statt nur dabei. Ja, das passiert dann meistens. Meistens, wenn man mit Fahrspurverbindern arbeitet und nicht Pause drückt, dann passiert genau das, dass sich die Straßenbahnen irgendwo verglitschen. Die bleiben einfach stehen und bewegen sich nicht mehr. Und dann hat man einen Verkehrsinfarkt, ohne dass man eigentlich damit rechnet.
Und man erkennt es erst dann, wenn es zu spät ist, ja. Weil so müsste man jetzt wirklich generell alle Straßenkreuzungen ansehen, wo Hotspots sind bezüglich dessen und dann das erkennen, beziehungsweise da war zum Beispiel bei mir früher immer so ein Hotspot an dieser Kreuzung. Aber ich glaube, jetzt haben wir es relativ gut in den Griff bekommen. So. Ja, optimal. Ein paar Optimierungsarbeiten, die eine oder andere Optimierungsarbeit und das Ganze läuft. Ja, ich will mal kurz schauen, dass mit dem Bus klappt, mit der Straßenbahn funktioniert. Hier haben wir immer noch viel Verkehr, aber der einfließende Verkehr hat sich soweit gebessert. Wir haben tatsächlich nur mehr hier das. Und warum fahrt ihr jetzt gerade? Ach du Schande. So. Ups. Da hat wohl einer nicht ganz aufgepasst. Gut, dass ich es noch erkannt habe, das Problem. Aber so können wir wenigstens den Verkehr ein bisschen auflösen, wenn wir den verboten haben, hier abzubiegen. Ja, dafür sieht man, sie sind ja nicht dumm, ne? Sie probieren es dann gleich hier und das gelingt ihnen natürlich auch. Aber dementsprechend sieht man die KI halt bei Cities Skylines 1 trotz der Mods etwas verwirrt zeitweise. Sie ist auf jeden Fall besser als die Vanilla-Mod. Also dank des Traffic Manager President Edition ist da auf jeden Fall einiges verbessert in der KI. Aber sie verhält sich halt trotzdem noch immer zu einfallslos, ne? Die einfachste und die schnellste Möglichkeit nehme ich halt. Und ob es einen Stau bringt oder nicht, ja, das sagt halt dann das Ergebnis, nicht das Spiel selber im Voraus. Und da haben wir jetzt aber, das haben wir jetzt aber gut in den Griff bekommen. Bei der nächsten Ampelphase wird das Ganze dann schon besser werden. Gut. Einiges weitergegangen. Heute eine etwas nicht allzu lange Folge. Ich verspreche, in der nächsten geht's weiter mit wieder ein bisschen öffentlichen Personennahverkehr und wir werden die eine oder andere Zone wieder ausweisen, denn ich möchte viel, viel mehr Einwohner in der Stadt haben und da ich jetzt weiß, dass diese Mod funktioniert, werden wir die auch auf jeden Fall in Betrieb nehmen und in Betrieb vor allem behalten. Jetzt aber in diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund, Servus.